Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Live. Ja, im Team King Biceps mit dem Füßi. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir hätten uns auch Massepimmel nennen können eigentlich, habe ich mir so überlegt. Okay, es geht direkt weiter im anderen Team, meine Lieben, sind... Was denn? Ja, Im anderen Team sind Team Gut Bierhals mit Ansgar und Randy. Ja moin, Seemaschine aus. Burning Farmer, Boxer und Werner. Ja. So. Gut, wir waren dabei, einmal Feld zu ernten, dann anzusehen, das LU hat abgefahren und genau da muss ich mal ganz kurz hin. User left your channel. So, wir ernten jetzt hier weiter, meine lieben Freunde. Das Korn muss vom Feld, meine lieben Freunde. Das Stroh wird dann weiter eingesammelt, wir verkaufen und ich glaube, dass wir uns in dieser Folge oder spätestens in der nächsten Folge machen wir eine neue Parzelle für uns startklar und schauen nochmal weiter, wie es läuft. Ja, in den letzten Folgen lief es recht turbulent, die Bürgermeisterwahl. Ja, ne? Oh, voll. War am Start, der Bürgermeister wurde gewählt. Wie es jetzt mit den Pferden weiterläuft, das wissen wir noch nicht. Das schauen wir dann jetzt mal weiter und ja, gucken wir, was auf uns zukommt. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, die ersten Folgen sind ja super bei euch angekommen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir platzen mal kurz rein. Wir hätten nämlich eine Bitte bzw. eine Frage. Ja, da kommt jetzt. Was denn? Wir haben nämlich vernommen, dass ihr Hafer geerntet habt. Ja. Und da wollten wir mal ganz unverbindlich fragen, ob ihr das zufällig zum Verkauf anbieten würdet. Mit Sicherheit. Muss ich gleich mit meinem Teamkollegen. Ja, ne? Man hilft sich ja auch. Ja, mal. Ja, das auf jeden Fall. Die letzte Folge. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch immer Zucker gegeben. muss ich mit meinen Teamkameraden gleich absprechen, aber ich denke, das verkaufen wir ja. Ach, ist der gerade gar nicht da? Nee, der ist beim LU. Ah, okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, rechnet doch schon mal einen Preis aus und dann kommt noch mal bei uns vorbei. Machen wir. Falls ihr das verkaufen wollt. Ja. Das wäre hervorragend. Ja, sicher. Können wir schon alles hin. Super. Vielen Dank, Herr Nachbar. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. User left your channel. Ja. Ne, ich glaube, wir haben hier ein technisches Problem. User left your channel. Okay. Ja, da wollen sie unser Haar verkaufen. Das war mir schon irgendwie klar. Weil wenn ich den Stau da unten sehe, also sieht man jetzt gerade nicht mehr, da war gerade ein mega Stau. Ja, das läuft. Ja, auf jeden Fall, die Folgen kamen sehr gut bei euch an. Würde mich über mehr Likes freuen. Freue ich mich immer über Likes. Das Liken bitte nicht vergessen, meine lieben Freunde. So wollte ich das eigentlich sagen. Und ja. Könnt ihr mal in die Kommentare ballern, was ihr bis jetzt von dem Projekt haltet. Viele haben geschrieben, sie finden meine neue oder meine, ich habe ja gesagt, dass ich in diesem Projekt ein bisschen vernünftiger spielen möchte, nicht so den klassischen Freezy raushängen lasse, wie man das halt so kennt, sondern das Game ein bisschen ernst nehmen. Das kam sehr gut bei euch an. Freut mich. Ja. Und werde ich auf jeden Fall so weitermachen, weil ich würde hier ganz gern gewinnen wollen. Also, was heißt ganz gern gewinnen wollen? Jeder will gewinnen, aber ich würde wenigstens, wenn wir verlieren, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe vernünftig gespielt und alles gegeben. Und nicht, dass es nachher heißt, ja, weil du Freezy im Team hattest und er nur rumgetrollt hat, das will ich natürlich auch nicht. Und ja, euch auch mal zeigen, dass Tino und ich uns nicht nur wie alte Ehepaare behandeln, sondern wir im Großen und Ganzen eigentlich ein super eingespieltes Team sind. Weil sonst wären wir ja auch nicht so lange Projektpartner. Und ja. Das ist so alles. Also hier kommt echt eine Menge Korn runter. Da hätte ich hier echt nicht mit gerechnet. Oh, ich muss das mal aufschalten. Das war jetzt gerade der Follower-Sound von meinem Twitch-Stream. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt, meine lieben Freunde. Würde mich sehr freuen, da spielen wir sehr viele Spiele durcheinander. Aber ich habe im Moment alles so auf Weihnachten, also das Weihnachts-Overlay und alles gemacht. Natürlich auch Weihnachts-Sounds, ne? Da war gerade der Follower-Sound. Ja.
User joined your channel. Oh ja, das ist natürlich interessant. Oh, was ist denn interessant? Gib mir Infos, was hast du gemacht? Nicht beschwert, sondern nach den Zertifikaten gefragt beim LU, dass sie Pferde betreiben dürfen. Okay. Tino. Ja. Das Team Gut Bierhals war gerade bei mir und hatte angefragt, den Hafer zu kaufen. Ich habe die Vermutung gehabt, dass sie mich jetzt extra abgeschnappt haben, wo ich alleine war, damit ich irgendwie einen Fehlinvestition verkaufe, mache, weil die, weil ich dachte, die wollen mich vielleicht ein bisschen trollen und so. Ich sagte aber, ich warte auf meinen Teamkameraden und wir werden das zusammen durchsprechen und die Preise dann mitteilen, wenn wir uns entscheiden, das Hafer zu verkaufen an denen. Das sieht jetzt nur so aus, dass wir nicht mal einen halben Hänger Hafer noch über haben. Wir haben gerade noch ein anderes Problem und zwar, ich habe jetzt mal den einen Helfer aktiviert. Ja. Weil wir haben das Problem, dass wir nur einen LU-Mitarbeiter bekommen. Weil der ein bisschen dünn ist gerade. Ja. Im LU, aufgrund des Nikolauses. Und ich jetzt den Strom mit abfahren muss und die Sämaschine habe ich jetzt in Helfermodus gesetzt. Wäre cool, wenn du da mal ein Auge drauf machst, weil ansonsten kriegen wir das Strom nicht weg. Ja. Hafer, haben wir jetzt noch was da oder nicht? Ja, haben wir noch da. Ich kann jetzt gerade nicht sehen, wie viel wir da haben, weil... Was ernten wir gerade? Weizen. Ah, ja. Gerste. Gerste. Okay. Achso, der war der eine Rest im Anhänger, ne? Genau, ja, da ist noch was drin. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel. Macht ein Werner und Boxer beim Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister hat sie gerade in sein Büro geholt. Dann. Ohne? Okay. Haben die nicht schon geschrieben, dass es vorher eine Absprache? Haben die nicht geschrieben, dass vorher sie warten auf eine Antwort? Wie auf eine Antwort? Na, wir warten auf eine Antwort des Bürgermeisters, aber es wurde noch gar nicht mit dem Bürgermeister gesprochen. Also ich wüsste nicht, dass sie mit dem Bürgermeister gesprochen haben und warten schon auf eine Antwort. Achso, genau. Interessant. Gut, aber ihr findet es bestimmt für uns raus. Wäre schön, wenn das in den Kommentaren eventuell stehen würde, meine Lieben. Danke natürlich erstmal an der Stelle für diese unglaubliche Unterstützung in diesem Live-Projekt. Absoluter Wahnsinn. Ja. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Habe ich mich auch gerade schon mal bedankt. Ja, nicht in Worte zu fassen. Würde uns natürlich freuen, wenn die Däumchen nach oben weiterhageln, die Kommentare hageln. Oh, was los? Genau das selbe habe ich auch gesagt. Achso, ne? Ja gut, aber du warst ja eh nicht da. Ja, und wie gesagt, also unglaublich, wir hoffen, wir können euch unterhalten mit dem Projekt. Seht es nicht ganz so ernst. Es wird hier sehr viel Roleplay sein. Es wird hier schon einen Kampf geben, aber es ist so ein bisschen GZSZ auf YouTube, ne? Vergesst das nicht. Und ja, seht so, wir machen das Projekt zusammen, weil wir uns alle verstehen und mögen und nicht, weil wir uns hassen. Das wäre nochmal anzumerken an der Stelle. Ja, hier rennt ein verrückter LU-Mitarbeiter auf dem Hof rum. Ach nee, ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister rennt hier rum. So. Aber gut. Was macht denn unser Nachbarn da, ey? Guck dir mal ja, die Straße an. Ja, kompletten Verkehr. Ja, deswegen will ich ja zum Bürgermeister. Ich kann nicht mehr abgetankt werden. Ich bin voll. Ich muss, die Ware muss hier weg. Ja, warte, dann kümmere ich mich direkt drum. Ja, okay. Dann, sonst hätte ich das gemacht, weil ich kann jetzt eh gerade nichts machen, aber ich brauche einen Traktor. Kein Traktor da? Nee. Im Auftrag an. Ah doch, warte. Hier, ich habe einen. Alles gut, alles gut. Die Spritze, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann fahre ich das selber weg. Was ist denn mit dem Hafer? Wie viel ist drin? Ja, da riecht er sofort, wenn ich angekoppelt habe. Einen Moment, einen Moment. Dem Stroh wird hier echt eine kritische Geschichte, Alter, ey. Ja gut, aber das Geld, das können wir nicht liegen lassen, Alter. Nope. Ja, wir können auch die Sämaschine nicht stehen lassen. Das sowieso nicht. Gibt es nicht einen Auftrag Stroh einsammeln? Mit dem großen Lademann? Das war doch mal alles. So, Hafer haben wir 5476 Liter. Ach, die Feld 23 Stück haben wir noch aktiv, Alter. Hast du gehört, Tino? 5000? 476 Liter. Also 5,5. Ja. User left your channel.
dass er mich nie mitnimmt. Was ist heftig? Nein, es wurde gefragt wegen Hafer. Ja, genau. Da hat man mal unverbindlich angefragt. Es gibt aktuell bei uns nur noch 5.500 Liter. Ja, will man nehmen. Also jedenfalls, also hängt vom Preis natürlich ab. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, wo der Hafer überhaupt ist. Das wäre nicht schlecht, ja. Das war der Hafer, ne? Der höchste Preis liegt gerade bei 730 Euro, 1000 Liter. Ach so, gut, da müssten wir mit anliefern und alles, also 1500. Ja, also der Weg also, zum Verkauf ist länger als der Weg zu uns, ne? Das ist klar, aber da, halt so eine Sache. Also 730, 5500 Liter, also wenn, dann müsste alles abgenommen werden, logischerweise, weil es ja, sowieso der Rest ist. Ja, und wir könnten es für 5000 abgeben, ja. Für 5000? Ja, das ist eigentlich ein fairer Preis. Ist minimal höher wie der höchste Verkaufspreis. Pro Tonne? Für die 5,5. Ah ja. Minimal höher als. Mal 5000. Das ist schon eine ganze Ecke mehr als. Also 5500 Liter für 5000 ja. Euro. Das sind ja. Ja. Wir wären bei 4,7 ungefähr dabei. Wird sich da was machen lassen in die Richtung? 4,7 wäre wahrscheinlich der ganz normale Preis, ne? Nee, das müsste noch ein bisschen niedriger sein. Hast du einen Taschenrechner gerade da? Ich rechne kurz aus. Was hattet ihr gesagt, ist der normale Preis? Rechne mal einfach mal bitte 5000 durch 5,5. 5000 durch 5,5? Ja. Okay. Sind 909. Genau, also 900 die Tonne. Ja? Ja, super, bring mal vorbei. Achso, oder das Jahr, was war das jetzt mal so? Glaube ich noch etwas. Der ist unterwegs. Also 900 ist ja wesentlich mehr als der Preis, den ihr sonst kriegen würdet. Also wesentlich mehr wäre der doppelte Preis. Randy, was würdest du machen? Würdest du das abnehmen? Ja. Ja, okay. Ja. Ja, wenn er das sagt, dann machen wir das. Ja, also man muss auch dazu sagen, normalerweise wird man auch nur ganze Anhänger verkaufen. Wir haben jetzt nicht mehr, deswegen ist sowieso Mindestmenge und bla. Also 5000, wir bringen es vorbei. Ja, gut, jetzt, bringt den Scheiß vorbei. Soll man direkt irgendwo auf dem Hof verteilen? Nee, direkt links hier bei den Pferden. Du schnüppelst der rechte, nee, der linke, also der vorderste Trigger. Ja. Ich melde mich gleich, wenn wir da sind, ja? Alles klar. Ich bin schon da, bin schon da. Zieh mich mal. Gleich. Jo. Soll ich jetzt abgeben oder nicht? Soll ich mich ziehen? Channel switched. User was moved to your channel. Was jetzt? Junge, ich könnte dich schlagen. Warum? Du kommst da rein? Ja, der höchste Verkaufspreis liegt bei 730. Was ist das für eine Verhandlungsgrundlage? Wir müssen doch fair bleiben. Was? Soll ich jetzt abkippen oder nicht? Geh in ein anderes Team, ich mach das hier alleine. Soll ich jetzt abkippen oder nicht? Wo bist du denn? Ich bin bei denen am Pferdeding und würde jetzt abkippen. Dann hau rein. Hat er gesagt Pferdeding? Ja, ja. Rein soll? Ja, dann hau da rein und dann direkt auf 5k. Ist voll. Voll? Wieso haben wir Geld verloren? Das weiß ich nicht, warte mal. Ich bin mal ganz kurz bei denen nochmal. Ja, sag mal Bescheid, ja, dass die es daneben kippen. Hallo? Ja. Hallo. Es ist voll, ich ja. Daneben. Okay. Ja, ich will. Aber nee, also da hinten beim Wasserfass, bitte, ja? Ja. Beim Wasserfass, ja, ist besser, genau. Das war die Frage, nicht, dass ich das irgendwo hinkippe und ihr sagt, oh. Dann geht die Heulerei wieder los. Ja, ne? Das ist es. Dann müssen wir wieder Taschentücher holen und so. Das musstet ihr auch. Ich nicht. Ich kann das hier nicht abkippen, weil ich keinen Zugang zu diesem Land habe. Ah, okay. Also, warte. Wo ist denn das hier? Der was Kollege jetzt hat mal? Ein wichtiges Anliegen beim Bürgermeister. Erzählt man sich im Dorf. Ich was jetzt mal? Habe ich schon gehört. Ja, jetzt geht's. Was steht denn da an? Wollt ihr einen Kredit haben? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Er macht ja. Ich bin mal beim LU, dann kommt er wieder hoch. Ich habe ein Anliegen beim Bürgermeister. Dann sage ich das mit dem Hafer, dann geht's wieder runter zu euch und ich weiß nicht, was abgeht. Naja, keine Ahnung. Okay. Ja, gut. Dann danke für die Lieferung und bis später. Ja, bis später. Tschüss. Ich glaube, wir haben da. Channel switched. So. Muss mir das mal irgendwie anders überlegen, damit das Bild nicht immer schwarz wird, wenn man hier
rein- und rauswechsel, ne? Jetzt kommen rückwärts Deichselfahrer-Skills, ey. Oh Mann, ey. Ich höre mal hier einen anderen Sender, ey. Ich muss genau anders einschlagen, ey, boah, ich das hasse. Die haben das Geld noch nicht überwiesen. Ah, da. Wo man es anspricht, da kommt es halt an. Boah, leck mich am Arsch, diese scheiß Deichsel, ey. So, ich fahre jetzt auch noch nicht los. Ich mache das Ding jetzt hier nochmal voll. Und dann fahren wir weiter. So. Nochmal einen Schluck Münzgerchen. Sehr schmackhaft, sehr, sehr schmackhaft. User joined your channel. Sind wir wieder da, ja? Ja. Was ist los? Haben sie nicht gehauen da unten, oder? Nee, nee, aber ich überlege gerade. Also Geld haben sie überwiesen, die 5000 sind gekommen. Ich bin beim Bürgermeister. Ja. Bist du mit? Ja, nehme ich mal mit, ich will dann mitfliegen. User left your channel. Ah ja, sehr schön. Und zwar, es geht um folgendes Anliegen. Wir würden gerne mal, Moment. Grüße Sie, Herr Bürgermeister. Was ist denn hier los? Ich wollte kurz vorbeischauen, aber ich merke, Sie sind gerade in einem Termin. Könnten Sie uns schnellstens besuchen? Wenn der Termin hier fertig ist? Ja, wenn der nächste Termin fertig ist, ja. Möglichst schnell. Danke. Habe ich auch schon angemerkt, aber ja, hat trotzdem 17 Minuten gedauert. Und zwar folgendes, wir haben eine Beobachtung gemacht, erstmal zum wichtigen Teil. Also es ist alles wichtig, wir würden gerne ein neues Land erwerben. Und zwar geht es da um die Parzelle 11. 11 oder 14, eine von den beiden würden wir gerne erwerben, wollten fragen, ob dem irgendwas im Weg steht oder ob man das einfach ob man das kaufen könnte. Für die Feldwirtschaft. Weil die anderen auch kein Interesse haben, sehe ich dem offen gegenüber. Ja, könnte man, also wollen Sie fragen, sollen wir fragen? Am besten ihr, weil ihr ja Interesse dafür habt. Gut, dann fragen wir und. Wenn kein Interesse hat, können wir einfach so kaufen, ne? Also, ja, also, ja gut, darum geht's so. Okay, und dann haben wir die Beobachtung gemacht und zwar habe ich illegale Wasserentnahme beobachtet. Und zwar wird hier regelmäßig aus dem Felsbrunner Dorfteich, den Löschteich unten für die Feuerwehr, fahren regelmäßig die Traktoren ran und tun große Wassertanks befüllen, wo ja die Parzelle gar nicht im Besitz ist. Und ja, da wird Wasser entnommen, ich weiß nicht für was, also wir konnten beobachten, dass da wahrscheinlich Tiere versorgt werden damit, wo ich sagen muss, das würde ich ganz, wollte ich mal anbringen hier, ob das denn so rechtens ist. Ich glaube nicht, dass da eine Genehmigung vorliegt. Vor allem nicht zur kostenlosen Wasserentnahme. Ja, schon, ja Wahnsinn, weil da machen wir ja direkt, da wird mir ja das Felsbrunner Mineralwasserwerk aufmachen hier und würden das direkt da unten auf den See setzen. Ich mir nur noch Kohlensäure, Wasser ist ja kostenlos. Also, das wollten wir nur mal anmerken, dass sich das bitte mal angeschaut wird und da gegebenenfalls reagiert. Hallo? Ja, müsste man kontrollieren, ja. Ja, das wäre super. Haben wir im Mittagsschlaf gestört? Nee. Nein. Ich war nur die Karte am Beobachten. Ah ja, okay. Ja, das haben wir schon in der letzten Dings gesehen, also in den letzten Tagen wurde da öfters angefahren da unten und vielleicht könnte man ja einfach mal nachfragen, wo das Wasser für die Tierversorgung herkommt. Muss ja irgendwo, ne?
gut. Und ja, das war's erstmal. Dann wissen wir auf jeden Fall erstmal Bescheid. Ja, Dankeschön. Bitte. Tschüss. Left your channel. Channel switched. Was denn? Nix. Das war gut. Was war gut? Ja, mit der Wasserentnahme. Ja, was denn, Junge? Achso, warte, Team... frag mal schnell wegen den Parzellen. Oh, die haben die schon geschrieben, Folge rum? Nee, müsste aber. Jetzt ist rum. Okay, dann. Können wir leider erst nächste Folge klären mit der Parzelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Lasst das Däumchen da. Schreibt uns Vorschläge, Kommentare, wie wir die anderen noch ein bisschen ärgern können beim Bürgermeister. Und ja, wir sehen erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Physi vorbei und bei den anderen. Alles in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao. Tschüss.